Ihr habt Probleme bei der Höhenüberwindung mit eurem Nähfuß. Damit euch genau sowas wie mir hier nicht passiert, nämlich dass ihr dann anfangt, den Stoff unter dem Nähfuß durchzuquetschen und zu drücken. Verdammt, jetzt geh doch da rüber, du! Also, damit euch genau das da nicht passiert, zeige ich euch mal meine 5 Tipps dazu, wie ihr das verhindern könnt. Mein erster Tipp, die Hebamme. Die Hebamme ist ein Stück entweder aus Kunststoff oder aus Pappe, das eurem Nähfüßchen hilft und es ein wenig erhöht. Die Kunststoffvariante könnt ihr beim Stoffhändler eures Vertrauens erwerben. Ich habe mir eine Hebamme aus Pappe gebastelt, zeige euch gleich, wie das geht. Diese schiebt ihr unter das Nähfüßchen und so kann es ganz elegant über den Stoff gleiten. Am Ende fliegt es einfach nach hinten und eure Naht sieht sehr gut aus. Meine Hebamme habe ich aus einem Stück Pappe gebastelt. Ich habe mir einmal angemalt, wie breit der Stich auf jeden Fall von meinem Nähfüßchen ist. Und diesen Teil habe ich dann umrandet. Das habe ich alles mit einem Lineal gemacht. Das soll nämlich alles schön gerade und ordentlich sein. Dann habe ich das alles zugemalt und dann nochmal gespiegelt gemalt, denn ich möchte gerne 2 Ebenen haben. Ihr könnt ja auch gerne einen Papprest nutzen von eurer letzten Stoffbestellung. So habe ich das zumindest gemacht. Schneidet auf keinen Fall mit der Schneiderschere, also mit eurer Stoffschere. Nutzt einfach eine Bastelschere, die ihr sowieso für Schnittmuster nutzt, denn Pappe ist am Ende wie Papier. Auf keinen Fall die Stoffschere, bitte. Genau. Und wenn ihr dann einmal durch seid, dann könnt ihr das Ganze in der Mitte falten und fertig ist eure Hebamme. Tipp Nummer 2 ist ein Knopf. Knöpfe haben wir irgendwie immer zu Hause, ob sie mal an gekauften Kleidungsstücken waren oder einfach im Nähkästchen sind. Diesen Tipp habe ich von Instagram. Und zwar nimmt man sich einfach einen Knopf. Ich habe hier einen recht dicken genommen, schiebt auch diesen dann wieder unter das Nähfüßchen und kann so ganz einfach die Höhe überwinden. Vermutlich habt ihr auch verschiedene hohe Knöpfe zu Hause, die ihr dafür benutzen könnt. Ganz kleine eignen sich nicht dafür, sollten schon recht große sein. Tipp Nummer 3. Und Tipp Nummer 3 ist wirklich super simpel. Und zwar habt ihr doch alle Nähnadeln zu Hause, oder? Ihr könnt einfach die Schachtel von euren Nähnadeln nutzen und die unter euer Nähfüßchen schieben. Ich habe jetzt hier die Schachtel von meiner Zwillingsnadel, weil die genau die richtige Dicke hat. Die normalen Nähmaschinennadeln sind ein bisschen dünner und ich habe auch noch eine Zwillingsnadel. Da ist die Schachtel ein bisschen dicker, damit könnte ich jetzt noch eine etwas höhere Höhe überwinden. Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist auch ganz einfach. Wenn ihr euren Stoff zuschneidet, dann habt ihr immer Reste. Um die Höhe zu überwinden in eurem Nähgut, könnt ihr auch einen Stoffrest benutzen. Ihr faltet ihn einfach genauso hoch wie der Stoff, den es zu überwinden gilt. Es kann ein bisschen friemelig sein, vor allem bei Alpenvlies, musste ich bemerken. Und diesen schiebt ihr unter das Nähfüßchen und dann habt ihr die perfekte Höhe für das Nähfüßchen, um auch hier drüber nähen zu können. Und auch hier ist das Stichbild wieder richtig schön. Und zuletzt Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist kein Geheimnis mehr. Also, ihr nutzt euren Standard-Nähfuß und näht einmal an die Stelle, die es zu überwinden gilt, ran. Das versuche ich hier einmal ganz genau zu schaffen und drücke dabei das schwarze Knöpfchen. Das behalte ich immer gedrückt. Oh, da ist mir der Stoff ein bisschen drunter gerutscht. Nochmal von vorn. Nochmal anheben. Und dabei Knöpfchen drücken beim Absenken. Und ich halte den immer ein bisschen fest, weil ich unsicher bin, ob er hält. Und dann nähe ich über das Nähgut drüber. Der Knopf hält und ploppt raus, sobald man die Höhe überwunden hat. Und jetzt seht ihr nochmal eine Zusammenfassung aller 5 Tipps. Und zwar haben wir hier die Hebamme, den Knopf, die Nadelbox, den Stoffrest und zu guter Letzt unseren Nähfuß. Mit diesen 5 Tipps kommt ihr auf jeden Fall richtig gut über Stoffkanten und Säume. Hat euch das Video gefallen? Dann findet ihr hier noch viele weitere Videos von mir. Viel Spaß!